Was wünscht sich die Schweiz von der digitalen Zukunft? Mit meiner Kristallkugel mache ich mich auf den Weg, um genau das herauszufinden. Grüezi! Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Hallo, darf ich dich rasch anhalten? Darf ich Sie schon stören? Excuse-moi! Was soll das sein? Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Oh, das ist eine gute Frage. Dass das Digitale unsere Welt besser macht, und zwar für die Menschen besser macht. Also wenn es geschäftlich benutzt wird und wirtschaftlichen Vorteil bringt, ist es schon gut. Aber als Ersatz von Menschlichkeit kann es nicht dienen. Informationen vermitteln, aber trotzdem Kontakt fördern, auch offline. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Hallo! Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Dass die Sachen wirklich einfacher werden. Erleichterung für die Leute. Einfaches Leben, mehr Support. Weniger Bürokratie, mehr Zeit zum Leben. Dass sie auch noch die alten Leute denken, die vielleicht eben kein Handy haben und keine Kreditkarten und so, dass man einfach noch alles noch normal analog machen kann. Dass die Menschen nicht zu sehr abhängig von der digitalen Welt sind. Dass es ein bisschen weniger Stress gibt. Dass man einander hilft, auch auf dem digitalen Weg. Und dass die Menschlichkeit nicht verloren geht. Plus de portable, quelque chose où on n'aurait plus besoin de papier, de cartes, plus de porte-monnaie. Besoin de poser quelque chose peut-être dans la main, dans le bras. A voir, pourquoi pas? Sie sind gerade aus Tram, oder? Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Da bin ich schon. Die sind Sie schon? Ich wünsche mir, dass im weltweiten Import-Export die ganzen Frachtpapiere digitalisiert werden. Und dass die Bildung besser wird und dass wir immer mehr Sachen einfach lernen können. Mehr Jobs. Mehr gesundheitliche Möglichkeiten. Ein Diener, der alles macht im Haus, der muss meine Mami nicht machen. Also, dann musst du es auch nicht machen, gell? Ja. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich von der Digitalisierung? Eine Applikation, die permettrait au point de vue médical de remplir rapidement des informations. Un monde sans écran. Mais vous êtes avec votre écran? Vous-même? Bah, peut-être qu'on va remplacer les écrans par des hologrammes ou on va changer la donne, non? Dass wir wieder die Hoheit über unsere Daten bekommen. So eben gegen das Darknet ein bisschen vorgehen irgendwie. Plus de sécurité, peut-être. Ein bisschen weniger personalisierte Werbungen. Das Handy eigentlich alles weiss, was du weißt. Und das ist schon alles ein bisschen verstörend. Que ce soit un futur où on soit moins piraté et que nos données soient moins prises en fait par les personnes. Auf Instagram, dass ich zum Beispiel gesehen, wer mich am meisten stalkt, also wer mich am meisten so aufruft und mich meine Fotos anschaut. Ja. Und jetzt möchten wir natürlich von euch wissen, was für eine digitale Zukunft ihr euch wünscht, indem ihr das Video kommentiert. Und vergesst nicht, vom 1. bis zum 3. November findet Digitaltag statt. Ciao zusammen! Oh nein, jetzt funktioniert es nicht mehr.